Deutsche sehr schnell lernen, auch wenn man mir gesagt hat, dass es eine schwierige Sprache ist mit einigen schwierigen Wörtern. Trotzdem bin ich sehr motiviert, so schnell wie möglich gut Deutsch zu lernen, denn ich weiß auch, wie wichtig es ist für das Training und für alles andere. Also ich bin sehr motiviert, Deutsch zu lernen und die einzigen deutschen Wörter, die ich momentan kann, sind ich bin, danke und hallo. Dann war die Nachfrage noch, ob er denn auch schon bayerisch kann. Da sieht es dann noch etwas schlechter aus. Tobi Altscheffel, bitte. Carlo Ancelotti hat uns hier erklärt, dass du Xabi Alonso vielleicht ersetzen könntest. Stimmt das so von der Position her? Bist du eine Nummer 6 oder eher Nummer 8, Nummer 10? Wo siehst du dich im Mittelfeld? Wo fühlst du dich am wohlsten? Carlo Ancelotti a dit que, qu'il pourrait imaginer que tu vas remplacer Xavi Alonso. Comment est-ce que tu te vois toi-même plutôt en milieu défensif, milieu central, milieu offensif? Où est-ce que tu te sens le mieux? Moi, je me sens le mieux en tant que numéro 6 ou numéro 8. J'aime bien jouer ces deux postes. Il y a un peu de différence, mais pas trop. Quand je suis numéro 8, j'arrive bien à me projeter vers l'avant et essayer d'être décisif. Comme j'ai pu le faire à Olympique Lyonnais, où j'ai pu mettre quelques buts cette année. Après, en numéro 10, c'est différent. C'est un autre style de jeu, il faut jouer différemment. J'ai pu évoluer en tant que numéro 10 quand je joue à l'OL pour dépanner à certains moments. Et ça s'est avéré payant certaines fois. Après, moi, je jouerai où le coach me met et j'essaierai d'être le plus performant possible au poste auquel je joue. Also ich fühle mich am besten auf der 6 oder 8, am allerliebsten eigentlich auf der 8. Da kann ich noch ein bisschen mehr nach vorne machen. So habe ich ja auch in letzter Zeit eher beim Olympique Lyon gespielt. Die 10 ist dann doch wieder ein bisschen anders, auch wenn ich bei Lyon öfter mal auf der 10 gespielt habe. Wie gesagt, persönlich lieber 6 oder 8, aber am letzten Endes spiele ich dort, wo der Coach mich einsetzen wird. Andi Werner. Es gibt ein Foto von Ihnen als kleiner Junge im Bayern-Trikot am Strand. Können Sie sagen, wann das war und warum haben Sie den FC Bayern? Waren Sie immer schon Fan? Und von wem war das Trikot? War das Papin oder welcher Spieler war das? Il existe une photo de vous comme un petit garçon avec un maillot du FC Bayern sur la plage. Est-ce que vous pouvez dire quand et où est-ce qu'elle a été prise, cette photo? Et quel maillot c'était? C'était Papin ou... C'était pas sur la plage, c'était une photo dans ma cour de chez moi quand j'étais petit. Je sais plus j'avais quel âge exactement. Et derrière, il y avait pas de nom, il y avait juste écrit Bayern Munich. Mais voilà, j'avais eu ce maillot offert par mon père, il me semble, quand j'étais petit, parce qu'il savait que c'était un club que j'admirais déjà. Also dieses Foto ist nicht auf dem Strand entstanden, sondern es war bei uns zu Hause im Hof. Wie alt ich genau da war, weiß ich nicht mehr genau. Und es war ein Trikot ohne Namen, also ein Blanco-FC Bayern-Trikot. Es hat mir mein Vater damals geschenkt, weil er wusste, wie sehr ich den Verein damals schon bewundert habe. Mhm. Hey, bitte. Was für eine Rolle haben vielleicht auch Willy Sagnol oder Kingsley Coman oder Franck Ribéry gespielt? Haben Sie mit denen vorher telefoniert? Monsieur Tolisso, quel rôle ont joué Willy Sagnol ou Kingsley Coman ou Franck Ribéry? Est-ce que vous avez parlé avec eux avant de venir? Oui, j'ai pu parler longuement au téléphone avec Willy Sagnol. Il m'a parlé un peu de comment était le club, parce que c'est quelqu'un qui a joué extrêmement longtemps ici. Il m'a parlé de la ville. Il m'a dit que ça allait sans doute être le coach de Carlo Ancelotti, coach adjoint, pardon, de Carlo Ancelotti. C'était une personne qui parlait français, donc ça m'a aidé aussi à prendre une décision. Il m'a dit beaucoup de bonnes choses sur le Bayern Munich. Après, voilà, j'ai vu que Franck Ribéry et Kingsley Coman étaient aussi des joueurs du Bayern. Je connais un peu Kingsley, j'ai fait quelques sélections avec lui. J'ai pas côtoyé Franck Ribéry, mais voilà, si ça fait 10 ans qu'il est ici, c'est qu'il y a une bonne raison et voilà, j'aspire à avoir la même trajectoire que lui. Ja, in der Tat. Ich habe telefoniert mit Willy Sagnol und er hat mir ein bisschen vom Club erzählt, wo er sehr lange auch selbst gespielt hat. Er hat mir auch von der Stadt München erzählt und mir einen sehr guten Eindruck vermittelt. Dann hat er mir auch erzählt, dass Carlo Ancelotti ein sehr netter Kerl ist und außerdem darüber hinaus Französisch spricht.
Und all das hat mir sehr gefallen, was er mir über Bayern erzählt hat. Darüber hinaus kenne ich natürlich Franck Ribéry und Kingsley Coman. Wir haben zusammen schon in der Auswahl gespielt. Mit Kingsley habe ich zusammen in der Auswahl gespielt. Franck kenne ich jetzt selbst nicht so gut. Aber wenn er schon so lange beim FC Bayern ist, dann wird es schon seine guten Gründe haben. Heiko Niederer. La somme de transfert qui a été versée pour toi, elle est très élevée. Est-ce que ça rajoute une certaine pression ou est-ce que c'est plutôt une confirmation que le club veut vraiment t'avoir ici? Moi, je pense que c'est une bonne pression. Certes, c'est un transfert qui a été élevé, mais voilà, j'ai l'ambition de répondre à toutes les attentes du club, pardon, et donner le meilleur de moi-même pour être le plus performant possible et justement pour prouver qu'ils ont eu raison de mettre autant d'argent sur moi. Ja, ich würde sagen, das ist ein guter Druck und ich werde alles dran setzen, die Erwartungen zu erfüllen. Ich werde mein Bestes geben und möchte den Verantwortlichen auch beweisen, dass sie das Geld zurecht überwiesen haben. Bitte. Kommandant Polisso, soll der neue Xabi Alonso sein oder ist er schon der neue Xabi Alonso? Eine Frage an Kommandant. Was bedeutet es für Sie, mit so einem hochdekorierten Spieler für die Spitze zu werden? Monsieur Rummenigge, première question. Est-ce que c'est décidé que M. Tolisso va devenir le nouveau Xabi Alonso ou est-ce qu'il est déjà le nouveau Xabi Alonso? Et puis une question pour Corentin. Comment tu ressens que tu es comparé à un tel joueur déjà? Ich würde sagen, die beiden Spieler sind überhaupt nicht miteinander zu vergleichen. Xabi Alonso war ein Spieler, der strategisch, taktisch extrem stark war. Und ich würde sagen, Coco ist mehr ein Spieler, der von seiner Schnelligkeit, von seinem Körper, von auch seiner Reaktion, von seinem Passspiel sehr stark lebt. Also man kann beide Spieler sicherlich nicht miteinander vergleichen. Wir haben ihn nicht verpflichtet als Nachfolger von Xabi Alonso, sondern einfach als Spieler fürs Mittelfeld, von dem wir glauben, dass er gut in dieses ganze Mittelfeld mit Arturo, mit Rudi, mit Thiago, mit Müller, mit all diesen Spielern, die im Mittelfeld eben spielen, zusammenpasst im Kontext und dementsprechend hier eine gute Rolle spielt. Je ne pense pas du tout qu'on puisse comparer ces deux joueurs. Xavi, il est très fort en ce qui concerne la stratégie et le jeu tactique, alors que Coco, il domine son jeu par son corps, par son aptitude de réaction, son jeu de passe. Donc, nous ne l'avons pas pris comme successeur de Xabi Alonso, mais plutôt pour renforcer notre milieu de terrain, où il va jouer avec Arturo Vidal, avec Rudi, avec Thiago et avec Müller. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il va très bien renforcer le concept du Bayern de Munich. Maximilian Koch. Schweizer Taschenmesser genannt, weil Sie ein sehr vielseitiger Spieler sind. Wissen Sie davon? Gefällt Ihnen der Begriff? Haben Sie vielleicht selbst so ein Taschenmesser zu Hause? En France, on vous a donné le surnom le couteau suisse, puisque vous avez beaucoup de capacités. Est-ce que vous connaissez ce surnom? Est-ce que ça vous plaît? Et est-ce que vous avez un couteau suisse? À un moment donné, oui, ça me plaisait parce que ça me permettait de jouer. Et au tout début, quand j'ai pu évoluer arrière-droit à l'Olympique Lyonnais, ça me permettait de prendre de l'expérience, d'avoir du temps de jeu. Donc j'étais content. Après, moi, j'ai toujours dit en France, je suis un milieu de terrain. Et voilà, je voulais jouer milieu de terrain. Après, les coachs m'ont fait jouer un peu de partout, sauf la dernière année où j'ai pu me poser... réellement en tant que milieu de terrain. Et non, j'ai pas de couteau suisse. Alors, ja, das hat mir sehr gefallen am Anfang, dieser Titel, weil es mir eben auch ermöglicht hat, auf vielen Positionen und oft zu spielen. Und das hat mir eben ermöglicht, viel Erfahrung zu sammeln und viel Spielzeit auch zu bekommen.
Aber nichtsdestotrotz bin ich Mittelfeldspieler und dort möchte ich auch spielen. Trotzdem habe ich eben an vielen anderen Positionen gespielt, wo der Coach mich eben eingesetzt hat. Und was das Messer angeht, nein, ich habe kein Schweizer Taschenmesser. Haben wir noch zwei kann ja noch kommen. Noch zwei Fragen. David Fehr von Andi Werner. David. Können Sie uns ein bisschen erzählen? Sie wohnen jetzt noch im Hotel. Wollen Sie sich vielleicht ein Haus schon suchen? In München kommen Sie mit der Familie? Haben Sie Kinder schon? Est-ce que vous pouvez parler un peu de vous maintenant? Vous vivez encore, vous habitez encore à l'hôtel, mais est-ce que vous cherchez déjà une maison? Est-ce que vous avez une femme? Est-ce que vous avez des enfants, une copine? Oui, je suis à l'hôtel pour le moment. Je suis arrivé hier. Après, oui, je cherche une maison. C'est important pour moi de pouvoir m'installer rapidement et de pouvoir trouver mes repères parce que rester à l'hôtel pendant un long moment, c'est compliqué. Après, je ne me dévoile pas sur ma vie sentimentale. Ja, also es stimmt, momentan lebe ich im Hotel. Ich bin gerade gestern angekommen, aber klar, ich schaue schon nach einem Haus, denn es ist sehr wichtig für mich, dass ich auch meine eigene Umgebung habe und was mein persönliches Liebesleben angeht, das werde ich hier nicht teilen. Sehr gut. Andi Werner nochmal. Ich möchte noch einmal kurz auf das Foto und auf das Trikot auf den Trikot kommen. Warum, dem Geschenk des Papas, warum schon damals den FC Bayern bewundert? Wie kommt man da drauf? Der FC Bayern, ja, Sie waren in Frankreich, da gibt es andere Vereine auf der ganzen Welt. Ist auch noch. J'aimerais bien revenir sur la photo et le maillot du Bayern de Munich, qui était un cadeau du papa. Pourquoi le Bayern de Munich, puisqu'il y a tant de clubs en France, d'autres grands clubs, pourquoi le Bayern de Munich? Parce que le Bayern de Munich, c'est un club qui fait rêver beaucoup, beaucoup de gamins. Et même moi, quand j'étais petit, il y a 15 ans, on va dire, 15 ans, le Bayern de Munich était un grand club. Et mon père était un fou de foot et on regardait tous les matchs de football. Donc, ça pouvait être dès que le Bayern Munich pouvait jouer, on regardait et c'est un club qui m'attirait. Ja, ganz einfach, weil FC Bayern München ein riesen Club ist und der bringt viele kleine Jungs zum Träumen und unter denen war ich auch und damals, ich glaube, ich war 15 Jahre alt. Mein Vater war ein riesen Fußballfan, hat jedes Spiel geschaut und ich bin dabei gesessen und habe so die ersten Bayern Spiele gesehen. Dann die allerletzte bitte, hinten, ja. Vielen Dank, Sebastian Fischer von der FC. Eben wurden schon die Namen Ihrer kommenden Konkurrenten genannt. Fühlen Sie ein bisschen Demut dabei, wenn Sie diese Namen hören, oder sind Sie so selbstbewusst, dass Sie sagen, ich bin besser, ich war von Anfang an viel mehr. On a déjà mentionné les noms de vos prochains compétiteurs sur votre position. Est-ce que vous vous sentez plutôt humble ou est-ce que vous vous dites « moi, je suis assez fort pour jouer dès le départ » ? Non, mon état d'esprit à l'heure actuelle, c'est de jouer. Je veux jouer et c'est normal. Et tous ceux qui sont à mon poste aussi veulent jouer. Donc voilà, la concurrence est forte et sera forte. Et voilà, le coach fera ses choix, mais je donnerai tout à l'entraînement ou lors des matchs à chaque fois que j'ai ma chance pour prouver que je peux jouer et voilà, je ferai du meilleur de moi-même. Ja, meine Einstellung ist einfach, dass ich spielen möchte und so geht es natürlich den anderen auch. Die wollen auch alle spielen. Ich weiß, dass die Konkurrenz sehr stark ist, aber ich werde meinerseits alles geben, damit ich spiele und damit ich hier vorankomme. Vielen Dank nochmal. Herzlich willkommen. Einmal mehr. Jetzt wissen wir sehr viel über dich. Jetzt würden wir gerne noch das obligatorische Foto allen Objektiven sozusagen reichen, wenn Sie beide. Corentin und merci beaucoup. Maintenant, nous serons beaucoup plus sur Corentin. Dankeschön, Sie beide. Danke. Sind zusammen. Danke.
Vielen Dank. So, und wir bleiben noch mit Herrn Omenigge für einen Moment. Vielleicht gibt es noch die ein oder andere darüber hinausgehende Frage, ist zu vermuten. Okay. Ja, bitteschön. Torben Hoffmann. Herr Omenigge, wie ist der aktuelle Stand bei Niklas Costa? Wechselt er zu Juventus? Ja oder? Der aktuelle Stand ist, dass wir in konkreten Gesprächen sind mit Juventus, die kann ich bestätigen. Aber dass wir zumindest heute am Montag noch keinen unterschriftsreichen Deal haben. Wir sind in Gesprächen, ich würde die auch durchaus als positiv bezeichnen, sehr seriös bezeichnen, aber eben kann heute noch zumindest nicht Vollzug vermelden. Aber dass es dazu kommt, das ist das ist möglich, das will ich nicht ausschließen, weil grundsätzlich muss man sagen, der Spieler uns kundgetan hat, dass er gerne wechseln möchte. Und wir, wie gesagt, haben die Gespräche dann dementsprechend aufgenommen auf seinen Wunsch hin. Und ich mache auch keinen Hehl daraus. Es gibt einen Betrag. Wenn dieser Betrag erreicht wird, dann sind wir bereit, da eben auch nicht nur drüber nachzudenken, sondern auch abzuschließen. Tobias Altscheffel. Was da wäre auf der Seite der Abgänge? Was kann sich denn noch auf der Seite der Zugänge tun? Das wird einer sich vielleicht zurückhaltend zuletzt geäußert. Carlo Ancelotti hat hier in der ersten Pressekonferenz gesagt, es ist schon vorstellbar, dass noch ein, zwei neue Spieler kommen. Wie ist da der aktuelle Stand? Ja, der aktuelle Stand ist, ich glaube, heute haben wir den 10. Juli. Der Transfermarkt ist noch über 6 Wochen auf und ich habe ja immer gesagt, wir werden bis zum letzten Tag uns alle Optionen aufhalten, weil wir hatten ja auch schon mal den Fakt, wenn ich daran erinnern darf, dass sich ein Spieler verletzt hat, Javi Martinez, ich glaube 2014, dass wir dann gezwungen waren am Markt, eben noch was zu tun. Also wir werden weiterhin die Dinge nicht nur beobachten, sondern zum Teil auch sicherlich konkret intern diskutieren und bitte nur um Verständnis, dass ich die heute nicht konkret kommentieren oder gar kundtun kann, weil das ist dann kontraproduktiv. Den Namen James Rodriguez, der immer wieder ausploppt aus Kolumbien und Dingen mit dem FC Bayern schon in Verbindung gebracht wird. Können Sie dazu irgendwas sagen? Ja, aber ich möchte jetzt, wie gesagt, da bitte ich um Verständnis, nicht über jedes Gerücht, das da kundgetan wird. Wir sind jetzt in einer fußballlosen Zeit oder relativ fußballlosen Zeit. Es findet nicht viel statt, dass da eben seit einiger Zeit oder seit einigen Jahren eben der Transfermarkt da eine bedeutende Rolle in den Medien spielt, das habe ich schon wahrgenommen, aber ich bitte um Verständnis, dass ich da nicht jedes Gerücht hier und heute kommentieren möchte, weil das bringt uns nicht weiter, das macht die Dinge im Zweifelsfall auch komplizierter, zum Teil auch teurer und dementsprechend. Julian Wolf. Herr Rummenigge, der Trainer hat kürzlich alles offen gehalten, was Serge Gnabry angeht. Wenn jetzt Costa, da deutet es ja auch hin, weggeht, ändert sich was an der Situation? Also werden Sie Gnabry auf jeden Fall halten oder ist da weiterhin alles offen? Ja, ich würde es mal so ausdrücken. Es ist bekannt, dass Serge eigentlich grundsätzlich sich lieber noch ein Jahr ausleihen lassen möchte. Diesen Wunsch hat er uns persönlich, aber auch eben seine Berater uns kundgetan und wir bewerten jetzt die Situation mal in aller Ruhe, abwartend auch, was wir noch am Transfermarkt machen und dann eben hier eine abschließende Bewertung da eben kundzutun oder ganz einfach zu finden. Aber es, wie gesagt, ich kann bestätigen, dass der Spieler, aber auch die Berater grundsätzlich ein bisschen damit liebäugeln, sich ein Jahr noch ausleihen zu lassen und dann zum FC Bayern zurückzukommen. Heiko Niederer. Sie haben eben in der Aufzählung der Mittelfeldspieler Renato Sanches erwähnt. Gibt es da noch Überlegungen, dass sich da noch was tut? Ja, ich glaube, es ist wichtig. Er hat kein einfaches erstes Jahr hier gehabt. Das muss man, glaube ich, so ganz nüchtern betrachten. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig für ihn im nächsten Jahr, dass er ganz einfach in einer gewissen Kontinuität spielt. Und wir werden das, wenn wir mal den Transfermarkt zumindest, was die Einkäufe betrifft, final abgeschlossen haben, werden wir uns da auch Gedanken machen, ob es sinnvoll ist, ihn hier zu lassen oder ob wir ihn besser vielleicht unter den Voraussetzungen ein Jahr ausleihen zum Beispiel, um ihm ganz einfach dann eben Einsatzminuten zu geben, weil die braucht er dringend nach eben dem speziell letzten halben Jahr, dass das nicht befriedigend war für beide Seiten. Keine weiteren. Alexis. Zwei, noch
Natürlich so noch eine kurze Frage. Haben Sie ihn schon persönlich gesehen bei Olympique Lyon? Ja, ich hab ihn jetzt persönlich nicht gesehen, weil ich kann mich ja leider heute beim Scouting nicht mehr irgendwo ins Stadion reinsetzen. Das wird erst hin und wieder zur Kenntnis genommen. Das kann ich nicht, dafür haben wir eine Scouting-Abteilung. Aber wenn wir einen Spieler bewerten, schaue ich schon selber drauf. Und das wird schon so seriös gemacht, dass man dann eben, das ist ja heute alles von der Technik her möglich, dass man dann eben auch auf dem Bildschirm, auf dem Computer, von den Statistiken her sich das ganze Thema anschaut. Also, als ich eben spontan da seinen Nickname oder seinen Spitznamen gehört habe, habe ich gesagt, bisher war in Deutschland nur Coco Chanel bekannt. Ich hoffe, dass in der Zukunft auch der Name Coco Tolisso bekannt wird. Das wünsche ich ihm, wünsche ich uns. Ich glaube, er ist ein interessanter Spieler und ein Spieler, der auch seinen Weg bei uns machen wird, weil er ganz einfach fußballerisch von den Charakteristiken gut zu uns passt. Und die Franzosen, mit denen haben wir gute Erfahrungen gemacht von Papin angefangen über Bichente, Lizarazu, Willy Sagnol bis eben in die Neuzeit, Ribéry, Coman. Und ich glaube, der passt gut zu uns. Er ist macht einen sehr guten Eindruck. Das Stichwort in Kingsley. Gutes erstes hier von ihm, zweites schwieriger. Was erwarten Sie jetzt von ihm? Ja, aber er konnte im letzten Jahr zum Teil auch seine Qualitäten, die er ohne Zweifel ja auch hat, die Schnelligkeit, das Dribbelvermögen, den Abschluss, nicht so unter Beweis stellen, weil ich möchte daran erinnern, er kam von der Europameisterschaft zurück, war 3 Monate verletzt und dementsprechend war das für ihn ein schwieriges Jahr, speziell in der Hinrunde. Aber wir sind überzeugt, dass er ein sehr guter Spieler wird hier, sonst hätten wir die Option nicht gezogen, die ja auch am Ende des Tages nicht so preiswert war, dass wir ihn hier behalten. Wir sind überzeugt von ihm. Torben Hoffmann. Das ist eine andere Thematik, aber auch hochinteressant. Die Löwen, Arena-Auszug, ja oder nein? Gibt es da Neuigkeiten? Ist es bald nur hier im Stadion? Ja, mein Kollege Jan Dresen hatte in den letzten Wochen regelmäßigen Kontakt mit dem neuen Geschäftsführer von 1860, Herrn Fauser. Im Prinzip ist man sich komplett einig, dass 1860 aus dem Stadion auszieht, der Vertrag eben beendet wird, der Mietvertrag, der ja eigentlich im juristischen Sinne auch noch für die vierte Liga, wenn sie dort die Lizenz gekriegt haben, Gültigkeit hätte. Aber ich glaube, das würde weder Sinn für 1860 noch für uns machen. Dementsprechend sind die Dinge jetzt eigentlich final vorbereitet. Es ist auch schon bereits alles zu Papier gebracht worden. Was jetzt fehlt, ist lediglich noch die Unterschrift von 1860. Ich kenne die ganzen Details nicht bei 1860, die Internas, was jetzt noch eigentlich 1860 von der Unterschrift fernhält, weil wir sind uns einig in allen Belangen, egal ob das Auszug, Naming Right etc. betrifft, alles ist geklärt. Es, wie gesagt, hängt jetzt lediglich noch an dem letzten juristischen Fakt, der allerdings dann auch vollzogen werden muss, eben an der Unterschrift. Bitte. Da die Allianz, die sitzt bei den Verhandlungen, soweit er bekannt ist, ja auch mit am Tisch. Ja, wir haben, es ist im Prinzip, das kann ich bestätigen, es war ein Dreiergespräch, 1860 bei München und die Allianz, weil 1860 ja auch Bestandteil dieser Naming Rights war. Und da ist jetzt allerdings, wie gesagt, eine, denke ich, seriöse, faire Lösung für alle Beteiligten gefunden worden, dass alle, auch 1860, das war ja wichtig, eben damit auch leben kann. Und auch das, wie gesagt, ist jetzt erledigt. Wie gesagt, es hängt jetzt eigentlich nur noch an 1860, die Unterschrift hier zu tätigen, und dann ist der Auszug aus der Allianz Arena perfekt. Taufik Khalil Nehmann. Am Sonntag geht es nach Asien. Was ist wirtschaftlich, das wissen wir, was der Wert dieser Reise ist, was ist der sportliche Wert dieser Reise? Also man sieht, es fliegen ja doch wieder eine ganze Menge Spieler, sind aber immerhin auch mehr dabei als schon bei oder andere Reise, wie sehen Sie das? Ja, gut, ich meine, die sportliche und wirtschaftliche Bedeutung kann man eigentlich hier nicht getrennt sehen, weil wir haben ja eine Internationalisierungsstrategie hier vor einigen Jahren eingeleitet, und in dieser Internationalisierungsstrategie gehen wir jeden Sommer auf Tour. Letztes Jahr waren wir in Amerika, davor waren wir ja schon mal in China. Jetzt gehen wir wieder 2 Spiele China, 2 Spiele zum Schluss nach Singapur. Wir wollen uns einfach dort unseren Fans, unseren Partnern auch präsentieren. Und der sportliche Wert, ich glaube, in diesem Fall ist er gar nicht so schlecht, weil wir spielen gegen namhafte Clubs aus England, aus Italien. Und das ist schon ein erster Test. Ich meine, heute kommen ja die Spieler zumindest, die jetzt nicht den Confed Cup gespielt haben bis zum Ende,
kommen zurück, die haben eine Woche Training, dann am Samstag den ersten Test dann nochmal beim T-Com Cup da in Düsseldorf. Oder der ist in Mönchengladbach, glaube ich. Sorry. Letzter war in Düsseldorf, bin ich falsch. Und dann, wie gesagt, reisen wir am Sonntag. Das ist alles mit Carlo abgestimmt und das wird beides beinhalten. Sowohl eben wirtschaftliche, aber auch sportliche Interessen, weil die Spieler lernen sich auf so einer Reise relativ gut kennen. Speziell die neuen Spieler können sich da gut integrieren. Und dann haben wir, wie gesagt, diese vier Spiele noch, die allesamt gegen namhafte Gegner stattfinden. Das ist also schon auch auf sportlicher Ebene attraktiv. Aber es bleibt, es ist ja eine sehr lange Reise diesmal, schon über einen relativ langen Zeitraum, so richtig kontinuierliches Training schon auf der Strecke. Nein, es wird auch kontinuierlich drüben trainiert. Das ist alles so organisiert, dass eigentlich jeden Tag Trainingseinheiten stattfinden, zum Teil sogar zwei, wenn kein Spieltag stattfindet. Wir haben ja, wie gesagt, 12 Tage sind wir insgesamt unterwegs. Die Dinge sind eigentlich von der Reise her so organisiert, dass sie eigentlich als perfekt bezeichnet werden können. Wir haben da Erfahrungen jetzt ja in einigen Jahren machen können, was die Reisestrapazen betrifft, was Hotel betrifft, was Trainingseinheiten betrifft. Ich möchte auch daran erinnern, dass der Club, der in den letzten 2 Jahren zweimal die Champions League sogar gewonnen hat, Real Madrid, 3 Wochen auf Tour geht, sowohl im letzten Jahr als auch in diesem Jahr und trotzdem dann eben durchaus sportlich da auf höchstem Niveau performt hat. Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Man darf auch nicht vergessen, wenn wir zurückkommen, sind immer noch 3 Wochen bis zum ersten Bundesligaspiel am 18. August. Und dementsprechend sehe ich da eigentlich gar keine Problematik. Carlos Lopez. Eine kurze Nachfrage zu Arturo Vidal. Es war letztens zu lesen, dass der Verein eventuell nachdenkt, mit ihm auch vorzeitig zu verlängern. Gibt es da irgendwelche Bestätigungen oder können Sie da was zu sagen? Ja, gelesen habe ich es jetzt noch nicht, weil ich in Urlaub war, aber der hat noch 2 Jahre Vertrag. Irgendwann wird man sich sicherlich hinsetzen im Laufe der Saison und dann Gespräche führen. Das ist normal. Wir werden ja nicht abwarten bis zum letzten Tag oder dass eben nur noch 1 Jahr Vertrag ist, damit wir dann eben, wie das ja bei anderen Vereinen auch manchmal der Fall ist, unter Druck geraten. Machen wir noch 3 Fragen. 1, 2, 3. Heiko Niederer. Ja, ich habe mit dem Herrn Bartel Kontakt gehabt mal, habe ihn gefragt, was eigentlich das Problem wäre. Dann hat er gesagt, ja, der Robert hätte sich eben etwas zu wenig unterstützt gefühlt in dem letzten Spiel gegen Freiburg. Ich habe ihm dann gesagt, die Meinung teile ich natürlich überhaupt nicht, weil ich möchte daran erinnern, dass er erstmal ein paar schon sehr aussichtsreiche Chancen da durch seine Mannschaftskameraden da erspielt bekam und möchte dann nur, ich sag mal, an die 2 Szenen von Arturo Vidal erinnern, der den Ball fast ins leere Tor hätte reinschieben können, ihn dann vielleicht nicht optimal nach links gespielt hat, aber ich glaube schon, dass seine Mannschaftskameraden da in der Richtung schon wollten, dass er eben Torschützenkönig wird, aber es hat eben nicht geklappt. Er hat kein Tor erzielt, der andere hat 2 erzielt. Passiert, aber ich glaube, wenn man trotzdem in 2 Jahren 60 Tore in der Bundesliga erzielt, dann unabhängig, ob man die Kanone dann in der Hand hält oder nicht, darf man zufrieden sein. Also ich glaube, es ist kein Problem. Im Übrigen hat mir der Trainer auch gesagt, dass er schon vor dem Spiel die Mannschaft darauf hingewiesen hat, dass man den Spieler Robert Lewandowski heute unterstützen sollte, damit er eben diese Kanone noch gewinnt. Hat leider nicht geklappt trotzdem, aber kein Problem. Tobi, Altscheffe. Jetzt wollten Sie nicht alle Namen kommentieren, aber eines vielleicht doch speziell, das ist Leon Goretzka. Über den hat Uli Hoeneß vor einer Woche schon gesagt, er hat beim Confed Cup von Sebring gemacht, sei ein interessanter Mann. Wie stehen Sie zu Goretzka? Heißt es ja, 2018 sei man sich schon sicher, vielleicht dann auch 2017 schon. Ja, ich meine, dass er gut gespielt hat, hat ja jeder gesehen. Aber darüber hinaus kann ich heute kann da seriös keine Aussage machen, weil ich auch immer, sag ich mal, diesen moralischen Beitrag leiste, wenn ein Spieler bei einem anderen Verein noch unter Vertrag ist und seine Zukunft noch nicht gelöst ist, dass ich dann zumindest keine Unruhe nach außen hin schaffen möchte, dementsprechend. Der Spieler muss sich entscheiden, das ist das entscheidende Kriterium. Will er bei Schalke bleiben, will er wechseln und wohin will er wechseln? Ich glaube, das ist, glaube ich, alles
soweit ist zumindest mein Kenntnisstand, nichts entschieden. Und ansonsten ist er Spieler von Schalke 04. Die haben, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, entschieden, dass er noch zumindest das eine Vertragsjahr, dass er bei ihnen unter Vertrag steht, eben bleibt. Das werden alle dann respektieren. Dann vielen Dank. 16 Uhr ist öffentliches Training mit unserem neuen Tolisso und anderen Rückkehrern. Ihr seid alle eingeladen. Dankeschön, Karl-Heinz Rummenigge. Danke euch. Bitte sehr. Tschüss.